Ich begrüße euch total und recht herzlich. Heute ist mal eine Ansage. Wer ist besser, Amazon oder der Einzelhandel? Der Einzelhandel stirbt. Wir fangen mit dieser Figur an. Die war mal besorgt worden. Da kam die so um die 26,95 plus Porto. Wäre die so um die 39,95 geworden. Boah, diese Figur, die ist natürlich nicht versendet worden, weil diese Figur zu teuer war. Die sollte halt günstiger sein. War leider nicht. Und jetzt kommt der Hammer. Heute bei den Dreharbeiten werden wir mal schauen, was ist günstiger, was ist nicht günstiger. Amazon oder der Einzelhandel. Der Einzelhandel ist günstiger, weil die Figur kostet, wie gesagt, 29,95. Gut, wer sie hier kauft. Mit Porto kostet sie dann 32,95. Leider. So, aber jetzt kommt's. Diese gute Figur kostet heute bei den Dreharbeiten bei Amazon 41,45 und dann noch der Versand, käme diese Figur jetzt 50 Euro. 50 Euro würde die jetzt kosten, statt an dem Tag, wo diese Figur 29,95 plus Porto gekostet hätte. Also bei uns kann man die kaufen, von der Wand hängen, nimmt man die mit für 28,95. Ja, höchstens 29,95, mehr nicht. Diese Figur. So, jetzt sind wir natürlich bei den anderen Figuren. Jetzt habe ich sie gerade weggelegt, weil ich sehr viel zu tun hatte. Aber ich wollte euch total und recht herzlich einladen, denn wir wollten fragen, warum der Einzelhandel stirbt. Der Einzelhandel stirbt durch die Großmogule. Saturn hat plötzlich, jedenfalls nicht hier, in der Stadt Essen auf keinen Fall, aber wir waren jetzt mal, es sind ja Ferien, gucken. Also wir hatten einen Anruf bzw. eine E-Mail durch Hamburg. Ich begrüße auch Hamburg recht herzlich. Ich glaube, du warst es sogar, der diese Figur hätte haben wollen, weil er sie für irgendeinen Diorama, aber du wolltest nicht so viel ausgeben. Richtig. Und da haben wir es. Schnäppchen. Die Schnäppchenjäger. Weil die Figuren in der heutigen Zeit, hier wird jeden Tag gefragt. Jeden Tag kommt irgendeiner mit so einer Figur rein. Du, was kann ich dafür nehmen? Was kann ich dafür nehmen? Hast du Interesse, die zu nehmen? Aber meistens bekomme ich unterwürfige Ware angeboten. Die suchen. Also es kommen Leute, die einen Dummen suchen, der die Ware kauft. Und ich bin leider kein Dummer, ich bin nämlich ein Einzelhandel seit 60 Jahren. So, seit 60 Jahren hier Spielwaren und jetzt auf einmal nur noch elektronisch, weil nur noch elektronisch funktioniert. Die Ware online verkaufen ist klar, die läuft dann über Amazon oder irgendwie laufen die dann, ne? Kein Thema. Ja, wir waren heute im Kaufrausch. Kaufrausch, alles für 6,18 Euro in Kalifornien. In Kalifornien gibt es eine ganz neue Firma, die haut momentan Star Wars Sachen raus für 6,18 Euro. Wart's ab, es kommt das Video mit allen Figuren, die heute eingekauft wurden. Heute in einem Monat, also im August, wird eine Sendung gestartet und dann zeige ich euch, was uns angeboten wurde für 6,18 Euro. So, bei Amazon muss man schwer aufpassen, da kann man sich selbst belügen, ist klar. Man kauft hier, sagen wir mal, so ein Buch, Recht, also ich brauche ein Buch für Recht, weil wir sind ja auch noch eine Beratungsstelle hier fürs Recht und soziales Recht und so weiter. Dann kriege ich das umsonst. Als Schwachsinn brauche ich nicht, als Firma kaufen wir Prime, egal. So, bei Amazon kostet zum Beispiel Prime. So, jetzt gehen wir mal los, ich werde mal eben kurz stoppen und werde mal einige jetzt hochfahren, über den haben wir jetzt gesprochen, der jetzt im Moment 41,45 kostet, ist kein Prime, jetzt gehe ich mal drauf, jetzt tue ich so, als ob ich den kaufen wollte, also, bei Amazon kostet diese Figur heute bei den Dreharbeiten 41,45 heute, bei den Dreharbeiten 41,45 und jetzt kommt's. Der zusätzliche Versand für diese Figur würde nochmal extra 19,22 Euro kosten. Meine lieben Freunde, wenn ihr weiterhin Amazon anhimmelt, ne? Es gab mal einen Spielfilm, Oh du Harley Davidson, ne? Gab es mal einen Spielfilm, da wurde auch Harley Davidson, wurde als Jesus Christus Superstar, als heilige Figur, ne? In den Szenen sind wir schon, heilige Barbara. Also 41,95 bei den Dreharbeiten jetzt. Plus 19,22 Euro Versand durch Amazon. So, wollte ich nur gesagt haben. So, und ich hatte diese Figur angeboten für 29,95. Wollte ich auch mal gesagt haben. Die bleibt jetzt schön an der Wand hängen. Ne, wisst ihr Bescheid. So, dann gehen wir mal ins Gemach. Ne? Mal gucken. Ich werde jetzt einige Sachen jetzt aus dem Regal holen.
die dann bei Amazon vergleichen, wie teuer die heute wären bei den Dreharbeiten, bei diesen Dreharbeiten, was dabei herauskommen würde. Also stopp! Ich begrüße euch, ja ich, euer AWA Movie begrüßt euch. Warum stirbt der Einzelhandel? Ja, also die kleinen Fachgeschäfte, da wo man stöbern kann. Warum sterben die? Ganz einfach, weil die Großen, richtig Großen, das so wollen. Nicht nur Amazon. Amazon ist ja nur eine Markthalle und alle schließen sich dort an und verkaufen dort. Aber die Großen, die fetten Großen. Für mich persönlich lohnt es sich nicht, bei Amazon ein Geschäft aufzumachen. Erstens kostet das obendrein noch 32% an Gebühren. Buchhaltung sagt immer, so teuer ist das nicht. Der Kollege hier, der macht das schon. Alles klar, aber ich bin der Meinung, warum soll ich die Ware online einkaufen? Mir irgendwie zusammen zurecht schustern, mir eine Seite eröffnen und die dann auch online anbieten. Ja, irgendwie sehe ich das nicht ein. Gut, an alle Kunden, Live-Kunden, Realkunden, wir sind immer noch und wir bleiben auch ein Medienfachgeschäft. Hier geht das immer noch, wirklich keine Panik. Hier könnt ihr drucken, ihr könnt hier alles machen, was ein Smartphone kann. WhatsAppen, Facebooken, eure Sachen machen. Wenn der Drucker streikt, kommt zu uns, denn kein Drucker kostet jemals 20 Cent. Keine Chance. Und wenn ihr auch 12,75 nicht oder 12,45 nicht, wenn ihr über 100 Kopien oder Ausdrucke machen müsst, ihr kriegt keinen Drucker unter 12 Euro oder 20 Cent, kriegt ihr keine Patrone. So, das sind wir. Wir bleiben also reine Dienstleistung. Und wir sind seit 60 Jahren hier. 60 Jahren, wir haben angefangen, wie gesagt, mit Spielwaren. Und wie ihr seht, wird es immer weniger. Jugendliche kommen rein und fragen die Mama, du Mama, warum hat der Onkel so viele Figuren? Boah, der wird wohl Fan sein in einem Fachgeschäft. Er wird wohl Fan sein in einem Fachgeschäft. Das habe ich schon mal bei Toys R Us gebracht. Die haben mich zwar saudoof angesehen, sage ich, seid ihr Fans hier? Ihr habt ja Übermengen. Ihr habt ja richtig Übermengen hier an Püppchen. Und also spielt ihr jeden Tag, seid ihr aus der Pubertät nicht raus? Die haben mich angeguckt wie ein Auto. Aber ich habe es halt auch mal gebracht. Also, der Einzelhandel stirbt. Das gemütliche Rumlaufen stirbt durch das Netz. Hätten wir uns nicht vorgestellt, ich persönlich sowieso nicht, weil ich wollte es ja haben. 1966 mit Zuhilfenahme von Maschinen wollte ich einen sogenannten Daten-Highway-Kiosk. An einem Kiosk, ich weiß nicht, ob die Leute heute noch einen Kiosk kennen. Jedenfalls die Kinder wissen nicht, was ein Kiosk ist. Sie gucken einen mit riesen Augen an, wovon spricht der junge Mann. Aber ist halt so. Also, es stirbt halt aus. Wir kommen so mehr zu Science Fiction, deswegen passt das jetzt, was ich sage. Der Einzelhandel stirbt, die kleinen Fachgeschäfte sterben, die nur davon gelebt haben, also nur von Spielwaren. Die also 90 Jahre plötzlich aufgeben, in dritter, vierter Generation muss er halt aufgeben, was früher blühende Landschaft war. Ich hatte das Vergnügen auf 5-Etagen Spielwaren. 5-Etagen Spielwaren, das war ein renommierter Fachhandel, Ross. Die Firma Roscoe. Wie Dedis oder ähnlich heißt es, dieses Fachgeschäft, gibt es also nur noch im Verband, wenn man sich dort einkauft, sonst klappt das nicht. Also man muss heutzutage sich einkaufen. Also Elbenwald zum Beispiel, der hat ja nur knallhart, aus Sicherheitsgründen sage ich das böse Wort nicht, aber Mainstream könnte man jetzt umschreiben, also Straßenware. Wir haben hier die gehobene Ware. Nur Problem ist halt, wenn man einen Chewbacca im Großhandel für 320 Euro einkauft und dann plötzlich bei Amazon dieses gleichwertige Stück dann für 299 sieht, gut, es ist raffiniert. Manchmal steht da der Chewbacca für 299 und 100 Euro Verpackung. Die steht ganz klein da. 100 Euro Verpackung, gut, dann sagen einige, ob es bei Sideshow klappt, weiß ich nicht. Dann kaufe ich mir halt noch ein Buch dabei. Und dann brauche ich diese Verpackungsgebühren nicht bezahlen. Auch Prime. Prime ist an sich sehr überteuert, das Ganze. Alles ist überteuert. Das ist alles nicht... Also wir lassen uns blenden, auf Deutsch gesagt. Wir machen Handy auf. In München zum Beispiel, eine junge Frau bei Quer in der Sendung, wurde dann auch interviewt, dass auch der modische Einzelhandel kämpft. Der modische Einzelhandel kämpft für so ein Hemd. Ja, ich bin auch ein Amazon-Freak. Ich kaufe auch nur alles bei Amazon. Aber doch nur, weil ich hier den ganzen Tag arbeite, weil ich den ganzen Tag hier bin. Ja, ich bin also gebunden hier 10 volle Stunden. Ich bin also 10 volle Stunden hier und arbeite.
Und dann habe ich halt keine Zeit zum Bummeln. Gut, es liegt vielleicht auch an der Stadt. Nehmen wir mal Hamburg. 7 Fachgeschäfte, davon gibt es nur noch 5. Einer davon ist ein sehr uriger Fachladen, der hat also nur kurzweilig auf, den Rest verkauft er dann im Netz. Und er sagt auch gleichzeitig, im Netz kann er nicht so günstig sein wie in seinem Geschäft. In seinem Geschäft kann er günstig sein, weil da einiges wegfällt. Und im Netz muss er halt ein bisschen teurer sein. Aber die Leute, die hören nicht hin, die gehen halt nur online. Also meine Idee 1966 war ja die großen Geschäfte wie Karstadt und so weiter. Neckermann, die gab es dann halt noch und Quelle gab es auch noch und diverse andere. Und wenn die dann in diesem sogenannten Highway gewesen wären. So, und heute alles umgekehrt, jetzt gibt es die großen Ketten nicht mehr. Die Jugendlichen kaufen bei Rewe. Ja, Rewe hat da so eine Fachabteilung, die man nicht als Fachabteilung, sondern als Wühltheken-Abteilung bezeichnen kann. Also der Flair ist weg. Der Flair ist weg, um Sachen zu kaufen, die Spaß machen, die man in die Hand nimmt. Zum Beispiel ist richtig, ich habe hier Figuren eingekauft für 36,95 eingekauft. Da kommt nochmal Mehrwertsteuer drauf und dann sagten die mir, ja, kannst du gut und gerne für 56 oder 69,95 verkaufen. War ja auch richtig. Wenn so die Figuren die erste Woche rauskommen, kostet richtig Geld. Der Revan kam 157,95 €. Sowas kauft man natürlich nicht für diesen Preis ein, auf keinen Fall. Und dann hat jemand, ich glaube, die ganzen Container da aufgekauft und verkauft diesen Revan jetzt für 57,95 €, also 100 € weniger. Natürlich hat man ihn dann für 57,95 € gekauft, der hängt jetzt gemütlich an der Wand und den gebe ich nicht ab. Die Ahsoka genauso, die haben wir für 49,95 € eingekauft, die bleibt an der Wand. Hat sich. Also wie gesagt, die Preise. Es geht heute nur noch über die Preise. Also meine lieben Star Wars Fans. Star Wars ist künstlich. Ja, also wenn ihr jetzt Star Trek vergleicht, die Figuren sind wesentlich günstiger und diverse andere Figuren erst recht. Ja? Es gibt erstklassig verarbeitete Figuren. Wirklich erstklassig. Ja, also wunderschön. Für wenig Geld. So. Aber die künstliche Anheizung. Zum Beispiel warte ich auf die Force-Figuren, die aussehen wie die Barbies, keine Chance, ich finde die nirgendwo im ganzen Netz nicht, keine Ahnung, wo man die kaufen kann, diese sogenannten Dolls, ja, also die Dolls bekomme ich leider nicht und ist schade, aber ich arbeite dran, um daran zu kommen. Mir gefallen die Figuren. Also ich kaufe nur noch Figuren ein, die mir persönlich gefallen und wenn sie hier stehen, bleiben sie stehen. Manchmal habe ich halt so gut eingekauft, dass sie nicht lange hier stehen, dass einer vorbeikommt, ich will haben. Gut, dann sagt man in Ordnung, nimm mit, wenn man weiß, geht in gute Hände, vor allen Dingen Jugendliche oder Fans, ey, waschechte Fans. Ich habe ja jedes Jahr zu Weihnachten, Stichwort Weihnachten, am 24. Juli, am 24. Juli hat QVC, nochmal, wir sind eine Medienfirma, deswegen komme ich jetzt nicht raus, QVC den ganzen Tag weihnachtliche Sachen gezeigt. Den ganzen Tag QVC am 24. Juli, wohlgemerkt. Am 20. September, morgen, jetzt unterbreche ich erstmal, jawohl. So, das allerbeste ist diese Figur hier. Diese Figur hier, der Captain Cassian Andor, ja, hat gekostet 39,95 €. Dann kam er 13,90 €. Und seit gestern kostet er nur noch 10,90 €. Ja. Genau hingehört. Eingekauft für 39,95 €. Eho. Der Großhandel. Ja. Weil dann kriegt man da für 100-200 € so ein Ding. Dann hat man Glück, dass der dabei ist und so weiter. Jedenfalls dieser Herr hier, der arme Cassian Andor, kostet ab sofort nur noch 10,90 € bei Amazon. Ich mache heute mal so einen Preisvergleich hier. Ich gehe mal eben bei Amazon rein und gebe dann einfach mal Star Wars ein. So, ich war in Kalifornien. In Kalifornien kommt jetzt Ware, ohne Verpackung, ohne alles, also schon verpackt. Aber die haben gesagt, wir nehmen nichts. Ich lasse mich überraschen, also ansonsten geht die Ware wieder zurück. Also ich werde sie auspacken, also wenn die nichts taucht, packe ich sie trotzdem aus. Ich werde einen Videoclip machen darüber. Solche Figuren in der Qualität für 6,18 €. 6,18 €. Auch den Drew Bug. Ja, für
für 6,19 Euro. Ich lasse mich überraschen. In Kalifornien. So eine, keine Ahnung, ist auch ein Riesending. Ein Riesending, wirklich. Ein Riesending. Und zum Beispiel, den hole ich auch. Das hier ist der Knaller. Den muss ich jetzt holen, habe ich jetzt nicht dran gedacht, deswegen muss ich nochmal eben unterbrechen. Ich weiß jetzt nicht, ob Kunden reinkommen, die stehen da gerade, aber egal, ich versuche es weiterhin. Während der Arbeit mache ich die Dreharbeiten jetzt hierfür. Diese Figur hier, die auch sprechen kann, die habe ich auch schon vorgeführt, kann ich mal eben machen. Er unterbricht immer, das ist ziemlich laut, der Herr. Dass ich den Schalter jetzt finde. Ist der Dreh schon alt oder was? Jedes Kind spielt mit dem. Bereit zum Einsatz. Der hat 65 Spracheinheiten. Ziehen wir los. Jetzt der Knaller. Dieses gute Stück. Kämpft mir in der Luft weiter. Wie es rausgekommen ist. 69,95 VK. Erwarte Ihre Befehle, Commander. Ihr könnt euch glauben, er war ziemlich teuer im Einkauf. Kein Scherz. So, und jetzt dieses Teil hier. Kam dann zwischendurch 19,95 bei Toys R Us. So, was soll unser eins da sagen? Wenn wir dann schon für 39,95 einkaufen, das gute Stück sollte kosten 69,95, wie es brandneu war. So, gestern. In Warteposition. Gestern kam dieses gute Stück bei Amazon. 24,95. So, heute kostet es 32,67. Worauf möchte ich hinaus? Die Star Wars Ware ist eine Ware geworden. Das ist kein Spielzeug mehr. Das ist absolut Ware. Ich kriege jeden Tag irgendwas auf die Theke. Immer. Was kann ich dafür nehmen? Ob das Video ist, die goldene, die silberne oder die THX-Version. Du, die habe ich gestern ganz günstig auf dem Flohmarkt erhalten. Was kann ich dafür kriegen? So geht das. Manche kommen hier mit einem ganzen Karton an und wollen mir dann die Figur für 3.500 Euro verkaufen. Sag ich, meine lieben Freunde, wie kommt ihr denn darauf? Ich kaufe da jetzt hier nicht von einem wildfremden Star Wars Figuren ausgepackt für 3.500 Euro. Also, nein, danke. Also Star Wars ist ein reines Geschäft geworden, meine lieben Freunde, und ein Fachgeschäft lohnt sich nicht. Ich habe die jetzt hier, weil ich an sich einen sogenannten Star Wars, also Sci-Fi, werde den Laden vielleicht komplett anders umbauen. Vielleicht mache ich hier raus einen Star Trek, weil meine Kollegen um die Ecke, Cody und Co., sind Fachhändler für Movie World. Movie World hat jetzt Star Trek. Ja, ich kriege auch jeden Tag hier Star Trek angeboten. Vielleicht kaufe ich die auch wirklich ein und stelle die aus. Captain Kirk und Mr. Spock. Also wie gesagt, diese Figur hier zum Beispiel wurde plötzlich für 19,95 angeboten und 24,95. Jetzt heute kostet diese Figur 32,67 bei Amazon. Plus Porto, plus Verpackung und was weiß ich nicht alles. Und ich sehe gerade, diese Figur gibt es jetzt mittlerweile auch bei Amazon für 16,99 Euro. So. Alle, die gerne in ein Fachgeschäft gehen, die gerne sowas anfassen würden wollen, lohnt sich doch gar nicht. Wenn ich doch mit einem Mausklick jetzt diese Figur für 16,99 bekomme, okay, 3,99 Versand. Jetzt kommt der nächste, ah, Versand kannst du dir knicken. Dann bestellst du dir ein Buch, dann brauchst du keine Versandkosten zahlen. Aber du hast das Buch auch bezahlt. Also, ich finde das toll, wie wir uns selber hier verkackeiern. Also wie gesagt, diese Figur hier gibt es schon für 16,99 plus 3,99 Versand. So, bei uns kostet er immer noch 29,95, der wird auch ewig hier bleiben. Und ihr hier kam 39,95, die gebe ich dann also gar nicht mehr ab. Die bleibt jetzt hier ein bisschen verstaubt, weil ich gebe die nicht ab für 10,90 €. Aber ich kann da eben gucken, wie teuer die heute ist. Käppchen und Kästchen. Ja, heute kostet sie 10,49 €. Also gestern kam sie 11,03 €. Und heute kostet sie nur noch 10,49 €. Und das gute Stück, ja, dieses gute Stück kam vorgestern noch 34,99 €. Und davor kam Jason Kässchen. Kam Kässchen 39,95 €. 36,39 €. Und jetzt kostet er 10,49 €. Verschicke ich euch nicht. Könnt ihr klicken bei Amazon. Könnt ihr sofort bei Amazon kaufen. Ja. So, wenn die Jugend kriegt das ja gar nicht mehr anders mit. Die bleibt dabei und so weiter. So. Aber ich bestelle Ihnen jetzt noch einmal den Kästchen aus Endor. Der wird mir nämlich gerade für 21 € angeboten.
Nee, doch nicht. Einen Blick. Ich sehe gerade ein Scarif. Scarif. Oh. Ah nee, 3,75. Ich stehe da nicht so drauf. Ich mag keine kleinen Puppen. Sorry, glaube nicht. Also der Scarif, den ich hier verkauft habe für 29,95, kostet jetzt 61,91. Kam gestern noch 54,95. Merkt ihr? Das ist kein Spielwaren. Das ist ein Handeln. Man handelt mit Star Wars. Ja? Star Wars ist kein Spielzeug mehr. Man kann sich nicht mehr daran erfreuen. Man müsste jedem Kind auf die Finger hauen. Bist du bescheuert? Das kommt in den Safe. Irgendwann ist das wertvoll. Irgendwann ist der Wert von der kostet 2 jetzt nur noch 16,99. Das ist richtig. Aber irgendwann kostet er da 199. Wetten das in 40 Jahren. So ungefähr. Ja, so ist Star Wars. So, da bleibe ich lieber bei Valerian und habe einen Film von Qualität und Ärger. Aber ich sehe gerade, yippie, ich kaufe jetzt einen. Ich kaufe, nee, 3,75 will ich nicht. Nee, man bietet mir hier gerade 3,75 Cent, nee, will ich nicht. Ich mag die großen. Ja, 3,7, ja, 15 Zentimeter, die gefallen mir. Die gefallen mir und das macht Spaß. Ne? Es gibt's nicht. Also es gibt den, also manchmal frage ich mich, es gibt jemanden, also da bestelle ich jetzt auch, bin gespannt, wie der aussieht. Also ich kriege jetzt in Kalifornien jeden Artikel um 6 Euro. Kein Scherz, kriege ich. Also kann ich nicht Nein sagen, dann muss ich Ja sagen. Keine Ahnung, also es gibt in Kalifornien jemanden, ob er die Preise jetzt extra kaputt macht, weiß ich nicht. Aber ich kriege jetzt einen Scarif, der 61,95 kostet, für 6,88 Euro. Dann sage ich nicht Nein, den nehme ich. Ne? Also, das ist kein Scherz. Ein Scarif Rook One 61,95, denselben bekomme ich jetzt für 6,88 Euro. Muss ich zwar 20 Tage drauf warten. Kalifornien, habe ich ja gerade gesagt. Also der Kalifornier hier, der bietet mir die Dinger an zwischen 5 Euro und 6 Euro. Und Amazon will 61,95. Ja. Ich meine, dem Amazon ist egal, der verdient pro Sekunde 154 Euro. Ne, alle 15 Sekunden, Entschuldigung. Alle 15 Sekunden 159 Euro verdient der Chef bei Amazon. Und ich alle paar Sekunden, wenn ich Glück habe, 5 Cent. So, das ist der kleine Unterschied. Ja. Achso, da hat einer sich wieder eine Wohnung angesehen. Alles klar. Kriege ich also eine neue Nachbarin. War nicht schlecht. Ja, das ist halt so. Ja, 6,88 Euro für den Scarif Trooper. 15 cm groß. Wohlgemerkt, 15 cm groß. Ja. Vielleicht ist das die Geheimadresse einiger, die dort einkaufen, die damit die Preise hier versauen können. Was anderes kann ich mir hier nicht vorstellen. Also jedenfalls kriege ich den so heute in 4 Wochen. Am 22. August rum mache ich eine neue Sendung, ja, und zwar zeige ich euch den Imperial Hoover Tank Pilot für 6,88 Euro. Und dann zeige ich euch The Rise of a Darth Vader für 6,18 Euro. Dann zeige ich euch den Hasbro C1366 Black Serie Base Malbush. Okay, der kostet noch ein bisschen mehr, 29 Euro. Und dann zeige ich euch den 32 Power Action Collector Dewbug Sun Trooper für 6,18 Euro. Dann zeige ich euch drei Trooper, eine Set Evolution Version 1 mit OEC Clone Trooper, mit Clone Commander und Sun Trooper Extra Dirty für 6,18 Euro. Und dann zeige ich euch Battle Pack Disto Bands, Lars Homestead mit Onkel Owen, Tante Beru, Sun Trooper, Warm Ratte und Hütte,
für 6,18 Euro. Und so könnte ich jetzt stundenlang weitermachen. Ich kaufe jetzt ganz viele Sachen ein für 6,18 Euro. Und Amazon, geht gucken, Herr Amazon. Und dann fragt ihr euch, warum es kein Fachgeschäft mehr gibt. Gut, wenn man jetzt das große Glück hätte, man könnte jetzt einen Container für 6 Euro einkaufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also für 15.000 Euro Star Wars Figuren in einem Container und ihr wisst, was im Container passt, dann geht das. Dann macht man ein Schnäppchen, so funktioniert, seht ihr? Schnäppchen. Man verkauft sowas für 16,99 Euro jetzt bei Amazon. Offiziell 36,95 heute. Heute kostet es 36,95. Gestern kam er 24,95. Er kam am Anfang 39,95. Dann kam er 29,95. Jetzt heute 10,45 Euro. Ich kaufe mir jetzt nicht nochmal, ist klar. Ihr wisst ja die Preise selber bei Amazon. Aber ihr habt mich gefragt, warum stirbt ein Einzelhandel? Und warum fragen die Kinder, Onkel, warum hast du so viele Püppchen? Bist du ein Star Wars Fan? Ja, ab sofort bin ich ein Star Wars Fan. Ich bin jetzt nur noch ein Star Wars Fan. Ich mache mein Bestes daraus. Ich weiß ja, dass der Einzelhandel wirklich stirbt und dass es also keinen richtigen Spaß mehr macht, eine richtige Firma. Ich mache mir auch gar nicht mehr so Mühe. Früher haben wir wirklich Mühe gemacht. Oh Mann, ich habe die ganzen Schaufenster neu gestaltet. Ich habe gestern die gesamte Werbung aus den Fenstern raus, weg. Lohnt sich eh nicht mehr. Ich gucke rein. Bei manchen Figuren bleiben die Leute schon stehen. Ne? Da sind die WWW2-Figuren. Die haben wir natürlich auch, die WWW2-Figuren. Und da werde ich auch noch eine Rubrik machen. Weil ich finde es immer toll, wenn die Leute sich aufregen wie Nazi und so. Ich war noch nie einer. Ich bin ein Adenauer-Kind. Ich bin 15 Jahre nach D-Day geboren. Ich habe mit der braunen Soße und der Braun nichts zu tun. Ich sammle die. Als Kind habe ich natürlich nur Soldaten gehabt und Panzer und so. Ich fand das toll. Bis wir dann so in den 70er, 80er Jahren davon entwöhnt wurden. Da war ich auch viel zu alt schon. Aber ich finde Panzer immer noch toll. Ich finde Krieg immer noch geil. Der Tod natürlich nicht, aber der gehört leider dazu. Bei Star Wars sterben sie doch auch alle, oder? Ja, also hört auf, Krieg der Sterne, sagt das Wort auch Krieg. Also bei Star Wars ist doch nur Krieg, Klonkriege, ist doch nur Krieg, der wird ja nur geschlachtet, da Arme ab. Habt ihr schon mal gesehen, wie viele Arme ab und habt ihr schon mal gesehen, wie Anakin aussah, bevor er zu Darth Vader wurde? Egal, also es lohnt sich nicht mehr, Handel zu treiben. Es lohnt sich einfach nur, die Sachen zu kaufen und versuchen zu verkaufen. Es lohnt sich, die Ware irgendwo hinzustellen, zu warten, dass irgendwann mal einer sagt, nimm ich. Boah, toll, will ich haben. Ja, wir haben Assassins-Figuren zum Beispiel, ganz viele Assassins-Figuren. Da konnte ich gar nicht. Also der Kunde kam rein und sagte, ey, Sie haben Assassins-Figuren? Hammer, nehme ich mit. Ja, war das Regal leer. Ja. Wir hatten hier wirklich eine Riesenausstellung von Herr der Ringe. Eine Riesenausstellung. Herr der Ringe, wirklich. Waren reichlich Figuren, ganz viele Figuren, weil der Kunde kommt rein. Ich komme von der Firma Schlei. Kennt ihr die Figuren Schlei? Ja, er hatte da so Ritter gesehen. Ja, sagst du, ich wollte einfach mal wissen, warum sie so, ja, so ich nur so aus Spaß. Wow, sie haben die Figuren. Der kam nachher wieder, hat mir ein paar Dollars, aber richtig, ein Bündel Dollar auf die Theke gelegt. Sagst du, sind sie damit einverstanden? Sag ich, was ist denn jetzt los? Für das Geld nehme ich die alle mit. In Ordnung. Sag ich, okay, Kasse freute sich, hätte den Laden direkt zumachen können und der hat dann alle Figuren mitgenommen. Was er damit macht, weiß ich nicht. Aber ist so. Ich meine, das hat Spaß gemacht. Also vor 6 Jahren hat es noch richtig Spaß gemacht, aber Amazon noch nicht so in aller Munde. Jetzt ist Amazon big, ganz wird immer bigger. Wie gesagt, wir sind selber Kunde bei Amazon, wir sind selber Geschäftspartner von Amazon. Wir könnten die Ware auch bei Amazon verkaufen, aber den Stress will ich mir nicht antun. Denn im Internet verkaufen ist auch Stress, weil man rennt dauernd einpacken, wegpacken. Das ist mir zu viel Stress. Also meine lieben Freunde, ihr dürft in der Lounge sitzen, ihr dürft mal sprechen. Ihr könnt die Ware kaufen, ihr dürft sie auch ansehen, ihr dürft damit auch spielen. Mir vollkommen egal. Ich kaufe jetzt keine Ware ein. Das ist klar, wegen dem Preis. Bei 6,18 Euro. Ein Dubak oder ihn hier für 6,18 Euro, sage ich nicht nein, dann kaufe ich den. Ist ja wohl klar. Irgendwann kostet der 6,18 Euro. Sollen wir wetten? Irgendwann kostet der
6,18 €. Ja. Aber jetzt hier ein Hoover Tank Pilot. Hoover Tank Pilot für 6,88 €. Ich weiß, da hätte ich jetzt an sich 10 Stück kaufen sollen. Aber es sind dann 68,80 €, die hier rumliegen. Denn es kommen nicht 10 Kunden und kaufen die Pilots hier. Das ist also eine 15 cm Figur, die aus Kalifornien. Ich kaufe jetzt im Moment nur hier in Kalifornien. Komischerweise, wenn ich zu ihm hingehe, hat er nur Schwachsinn. Japanischen Müll. Ja? Aber bei Amazon, lustigerweise, verkauft er dann die. Ne? Der hat sogar richtig A bis Z garantiert. Der, ne? Also, ist lustig. Hat aber leider keine. Hat also kein. Es gibt da noch kein Feedback. Also die Firma ist brandneu. Die Firma ist brandneu bei Facebook. Gerade so eben deswegen haut er die Preise raus, ist klar. Alles kauft jetzt bei ihm für 6,88 € die Star Wars Figuren. 6,18 € Star Wars Figuren. Meine lieben Freunde, am 22. August mache ich hier eine Wahnsinnssendung, weil dann zeige ich euch wirklich ganz, ganz, ganz viele Figuren. Weil ich jetzt für ein paar hundert Euro bei dem da einkaufe. Und ich lasse mich wirklich, also das ist ganz neu, steht da. Soeben gestartet, ist also ein ganz frischer. Ich wundere mich, der habe ich gestern gewundert da. Weil ein Collection, also Star Wars 32 Power of the Force Action Collection Dewback Sand Trooper by Star Wars. 129, 169, jetzt haltet euch fest, ich bekomme ihn für 6,18 €. Schauen wir mal, geht hin nach Amazon, geht gucken, kauft selber, ihr müsst nicht bei mir kaufen, aber umso mehr ich habe, umso schöner sieht es aus, also wenn ich mich da in die Star Wars Lounge setze, macht unheimlich viel Spaß, versteht ihr, das ist schön, aber interessiert ja keinen. Die Leute wollen ja kaufen, die Leute wollen den ja hier für, irgendwann kostet der 5 Euro. Wenn das, irgendwann kostet der 5 Euro, wenn wir Glück haben, 3 Euro. Dann rennen alle durch die Gegend. Gut, der arme Kerl ist ja gestorben. Leute, diese Figur hat keinen Wert. Für mich hat es einen Wert, weil der Film war stark. Der Film war stark, hat mir Spaß gemacht zu sehen. Valerian war stark, hat mir auch Spaß gemacht zu sehen. So, ich werde jetzt hier kräftig einkaufen. Also der Einzelhandel stirbt, ihr wisst jetzt auch warum, wegen den großen Rewe. Also ich muss sagen, in Hamburg mag sein, läuft die Uhr etwas anders. Hier in der Stadt Essen ist die Uhr abgelaufen. Also hier ist teuer als klitzeklein, findet man kaum. Weit, weit draußen von der Stadt, die Stadt ist hier, Big, ne, Big Essen, und ein Stück raus, dann ist man schon auf der Autobahn. Ne? Da ist teuer als, ganz schlechter Laden, sieht nach nichts aus. Der schönste teuer als Laden ist in München-Gladbach. Auch im Star Wars Museum München-Gladbach, Berliner Straße 10. Da ist alles Star Wars und da ist auch ein wunderschöner Fachmarkt für Spielwaren. Jetzt muss ich wieder unterbrechen. So, bei meiner Einkaufswut habe ich aus Versehen noch eine doppelte Figur gekauft. Zeige ich euch vielleicht heute noch. Die habe ich jetzt doppelt da. Egal. An sich habe ich keine Figuren doppelt da. Doch ihn hier hatte ich durch Zufall doppelt da. Jetzt schaue ich mal nach, wie teuer er heute ist, der Han Solo Tantan. Han Solo Tantan. So, wie teuer ist er heute? Heute ist die Welt der Elektronik wieder gefragt. Während ich unterbrechen musste, hatte ich hier eine Anfrage, ob ich mein Geschäft nicht verkaufen wolle. Ich habe hier ein Kaufangebot, seht ihr? Unternehmer sucht Unternehmen im Einzelhandel. Ne? Unternehmer sucht Unternehmen im Einzelhandel, möchte gern diesen Laden verkaufen. Ja. Ich möchte gern verkaufen, ne? Bla bla. Bestimmt nicht. Ich ob ich meinen Laden verkaufen würde. Nee, dieser Laden hat nämlich Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Bitteschön. Hallöchen. Hallöchen.
Da wir aber ein Medienhaus sind und kein Schreibwarenhaus, verkaufe ich auch nicht. Also jetzt sind wir bei Imir. Ich verkaufe ihn für 49,95. Ich finde, das ist ein fairer Preis für Han Solo und Tantan. Kostet bei Amazon 56,45 heute. Bei den Dreharbeiten kostet Tantan mit Han Solo 56,45. Angaben sind da keine, steht nur 5 neue Artikel. Ja. Gestern kam er 59,95, heute kostet er 56,45 und bei uns 49,95. So richtig Lust zu verkaufen habe ich nicht, weil ich werde jetzt mittlerweile Sammler, weil jeder fragt mich ja, bist du Sammler? Wir sind ja nun mal ein Medienhaus, wir haben auch gerade ein wunderschönes Komposium gemacht für eine Hochzeit. Sah wirklich super toll aus. Leider darf ich Kundenware nicht fotografieren oder Kundenware ausstellen. Geht nicht, geht nicht. Aber war eine schöne Geschichte. Wir machen also, wie gesagt, auch schöne Sachen. Wir machen auch für Star Wars Fans, wenn die heiraten oder so, machen wir denen auch wunderbare Sachen und die Leute können das dann verschenken. Wir haben da noch so einen Fiat, einen wunderbaren Fiat mit Figuren, auch für Hochzeiten. Also wenn wir da so Hochzeitssachen machen, so Dioramen für Hochzeiten, sieht das genial aus. Wir hatten also vor 10 Jahren, wie alles so angefangen hat und vor allen Dingen im Jahre 2010, wo wir dieses Theater, Filmfiguren-Theater gegründet und viel Spaß hatten. Wir hatten ja wirklich viele, viele Unikate von Star Wars. Und klar, 2012 wurde Star Wars verkauft und da hat man auch alles, komm, hier nimm mit. Na, man nahm an, Star Wars ist zu Ende und plötzlich, 3 Jahre später, war Star Wars auf der Leinwand mit E7. Jetzt Rogue One. So, jetzt machen wir, ich bin zwar etwas knatschig, weil ich gleich die nächste Figur bekomme und die habe ich schon. Also ich habe ungern doppelte Figuren. Ich habe sie immer gern einzeln. Ja. So, der Flair von Star Wars soll erhalten bleiben. Und der Flair von Star Wars soll uns auch begleiten. Vielleicht mache ich auch eine Star Trek Ecke auf. Eine Star Trek Ecke auf. Mal schauen. Ne? Im Moment sind wir hier in den Ferien. Ferien bedeutet, dass auch viel Ruhe ist. Ferien bedeutet aber auch sehr viel Stress zwischendurch, weil wir dann hier sehr viel zu tun haben. Auch wie gerade ein Hochzeitskomposium fertigzustellen. Ja, dann sitzt man da und arbeitet. Und versucht dann dem Kunden zufriedenzustellen. Wir hatten auch gerade wieder eine Filmarbeit von Super 8, Normal 8. Solche Transferierung machen wir ja auch im Digitalbereich. Ihr merkt schon, weil nur mit Figuren geht nicht. Geht nicht. Ich meine, gut, ich verkaufe die jetzt hier für 49,95. Amazon verkauft die jetzt für 56,45. Ist auch, glaube ich, nur noch ein Anbieter. Nein, doch. Also, den gibt es auch für 69,99 bei Bazoom. Den gibt es auch für 79,61. Und jetzt gibt es ihn auch für 92,66. Und haltet euch fest, 92,66 bei Amazon plus 11,66 Euro Versand. Ja, wollte man da gesagt haben. Und hier vor Ort, wenn man hier einkauft, kriegt man den für 49,95. Das soll was heißen. Ne? Ja, das soll was heißen. Jo. Wenn ich hier lange genug stehen lasse, kostet der dann auch irgendwann mal 99,95. Ja, Einzelhandel. Der Einzelhandel stirbt. Ihr wollt es so. Ihr steht. Mache ich mal eben. Also einige stehen mit Smartphone daneben, klappen es auf, schauen rein. Oh, den kriege ich da und da billiger. Schon sind sie weg. Aber wie ihr seht, Amazon von 69, 56, 79, 75 und 98 soll was heißen. Und ich 49, 95. Tja, dumm gelaufen im Einzelhandel, ne? Fangen wir doch mal bei so einem Großding-Teil an hier von Star Wars, The Clone Wars. Sehr vielen Funktionen mit Figuren. So, dieses gute Stück kostet heute bei den Dreharbeiten, jetzt hier bei den Dreharbeiten kostet das gute Stück 219 Euro bei Amazon. So, jetzt kontrollieren wir das gute Stück nochmal. Also hier würde es kosten 219,99 Euro bei den Dreharbeiten, jetzt hier bei Amazon. So, jetzt gehen wir da mal hin und würden das kaufen wollen. Schauen wir mal, was uns da passieren würde, wenn wir das kaufen würden wollen. Ne? Ich komme jetzt nicht rein da. Mal schauen, wie hoch
der, ja, das geht. 219,99 plus 3,99 Euro Versandkosten, das geht, ne? Also für diesen großen Kasten hier, der bei uns um die 100 Euro kostet, kostet da 219,99. Im Fachhandel kriegen wir das billiger für 150, 149, kein Thema. Aber ihr kauft ja gerne bei Amazon, also bezahlt mal schön 219,99 Euro plus 3 Euro. Plus 3,33 Euro Versandkosten. Ja, ich weiß, ihr kauft noch ein Buch dabei. Ich weiß, recht verstanden. Kauft ihr noch ein Buch bei und dann habt ihr Porto gespart. Ne? Ja, ich meine, ihr seid drauf, ich weiß. Ne? So, jetzt hole ich die nächste Figur. Mal gucken, ich habe hier richtig Spaß. Ne? Richtig Spaß habe ich jetzt nicht. So, bei mir dieses gute Stück 49,95. Bei Amazon 41. Ah, gar nichts, 41. 51. Bis 99,95 bei Amazon plus Porto etc. pp. Ja, ich werde ihn hier nochmal eingeben. Ach ja, übrigens, wenn ihr selber Preise vergleichen möchtet, ich erzähle euch jetzt keinen Schluss, das ist wirklich eine Live-Sendung, die jetzt aufgezeichnet wird, um gewissen mal zu sagen, ey Leute, denkt dran, Einzelhandel macht mehr Spaß, wie bei Amazon zu kaufen, aber ist euer Bier. So, dann gibt es also 49,95 kostet das gute Stück, habe ich auch da dran geschrieben. So, jetzt gebe ich die Nummer ein. Also ihr könnt, gebt euch mal Mühe. Gebt diese Nummer, die ihr da unten seht, bei Google ein oder einfach nur bei Amazon eingeben, diese Nummer. Das wäre zum Beispiel 501099478128. Und siehe da, das gute Stück kostet einmal, also bei mir 49,95. Dann kostet das gute Stück einmal 46,45 bei Amazon. So, 56,45. Boah, die haben krumme Zahlen. So, dann kostet es einmal 69,99 kostenfrei. Wie vorhin, ja, 56,45 bei Amazon. Plus 15 Euro Versandkosten. Hurra, ich liebe Amazon. So, dann haben wir nochmal 64,35 plus 8 Euro Versandkosten. Und jetzt kommt der Hammer. 92,66 für diese Figur plus 11,39 Euro Versandkosten. Ihr liebt Amazon weiter. Wir Fachgeschäft 49,95. Tja, schicke ich euch aber nicht. Nö, müsst ihr abholen, weil die neu gesagt haben. Han Solo kriegt ihr bei mir für 49,95 und nichts 99,95 plus 11 Euro Versandkosten. Seid ihr doch selber schuld, wenn ihr bei Amazon kauft. Okay, der hier, 6,18 Euro in Kalifornien. Ist eine neue Firma bei Amazon. Wie gesagt, gebt unten die Nummer ein, hier diese Nummer. Na, dann kommt er dahin. So, er kostet jetzt im Moment bei den Dreharbeiten 26,45. Mal schauen, der wird dann von irgendjemandem hier angeboten. 26,45, den gibt es aber auch gerade so eben 22,99. Und jetzt gucken wir mal, was da rauskommt. So, 26,45 durch Amazon bleibt der Preis. 22,99 und 22,89 plus 3,84 Euro Porto. Geht bis zu, haltet euch fest, 39,30 plus 4 Euro Versand. Amazon. Bei Amazon. Na? Also ihr könnt ja schön Preise vergleichen und so. Aber ich bin immer noch günstiger. 19,95 bei mir. Tja, so sieht's aus. Ne? Ja, so sieht's aus. Nur in Kalifornien kriegt ihr den für 6,18 Dollar. Ja, 6,18 Dollar. Könnt ihr ausrechnen, wie günstig der hier in Europa wäre. Ne? Aber nur in Kalifornien. Nicht hier. Hier kostet er 19,95. Ach, herrlich, Leute, das macht Spaß. Ja, ihr kauft so gern bei Amazon. Ich liebe euch, dass ihr schön bei Amazon kauft. Das ist ein Fachgeschäft, ihr seht ja, ich habe ja Zeit hier. Ich kann mit meinem Püppchen spielen, kann mit der Kamera arbeiten, hier ist ja nichts los. Ne? Hier ist ja nichts los. Ne? Ja. Ja. Und dann wundert ihr euch, dass solche Läden zumachen oder dass man so ein Kaufangebot bekommt. Wollen sie ihren Laden nicht verkaufen? Ja, ist klar, ne? Ist klar. Ne? Bleibt ja nicht aus. Also im deutschen Fachgeschäft wird ja ein türkischer Bude. Ne? Kennt ihr ja. Also für K2SO habe ich richtig Geld hingelegt.
Jetzt schaue ich mal bei den Dreharbeiten heute, wie teuer er mir heute hätte gekostet. Ja, geht noch. Das geht noch. Heute kostet er nur noch 29,50 €. Zwischen 29 und 29,50 € bei Amazon. Wenn man Prime-Kunde ist, bleibt der Preis 29. Rezession hat es da nicht gegeben. Ich versuche da mal zu gucken. Also den gibt es hier nur bei Amazon als Amazon-Ware. Ja. Für 29 €. Und für 29,50 €. Also Prime 29,50 €. 29,50 € bleibt. 29,53 €. 39,6 €. Jetzt kommt der Hammer. Bei Amazon gibt es auch einen, der den für 46,95 € anbietet. Plus 22,39 € Versand. Ja, Hammer, oder? Ja. Also, wir machen heute mal so einen Preisvergleich. Wie teuer ist doch eine Figur? Ich wollte gerade eine ganz günstige Figur kaufen. Das war Plasma. Captain Plasma, 6 Zoll. Ne? Wurde mir gerade wunderbar angeboten für 19,95 €. Ich habe gedacht, gut, drück drauf und hol ihn, den Captain Plasma. 25,45 € Porto. Ja. So sieht es aus. Jetzt habe ich wieder geklickt, weil man der Verfolgungswahn entsteht. Jetzt kriege ich Captain Plasma angeboten für 44,95 €. Hammer, ne? Vorhin 19,95 € plus Porto. Ja, rechnet aus. 22,95 € Porto plus 19,95 €. Jetzt kriege ich Plasma in dieser Inch-Version für 44,55 € angeboten. Mal gucken. Ich suche jetzt noch was raus, also richtig was Altes suche ich jetzt raus. Mal schauen, wie teuer das jetzt wäre bei den Dreharbeiten. Wie gesagt, bei mir 19,95 €, aber nur hier. Na. Machen Amazon-Preis, 22,50 € oder 22,45 €, sehe ich gar nicht ein. Alles klar, der hat mal richtig Geld gekostet, aber egal. Habe jetzt mal einen Schatz aus dem Lager geholt. Slave 1, diese Version mit Figur, Han Solo. In Carbonit ist dabei, ja, die Figuren sind dabei. Ihr kennt den Slave 1, auch mit der Aufschrift, oh, Kenner, ne? Kenner und dann Hasbro, nur von Kenner, brauchen wir den Preis nicht aufsagen. So, bei den Dreharbeiten jetzt hier würde kosten 262,27 € bei Amazon, nennt sich Amazon Exklusiv, Slave 1 Boba Fett Special Ship. Amazon exklusiv, 262,71 €. Jetzt kommt es dazu, meine lieben Freunde. 82,61 € für die Verpackung. Wollt ihr kaufen bei Amazon? Ja? Wollt ihr das gute Stück bei Amazon kaufen? 262,77 € plus 82,61 € bei mir. 149 €. Na gut, bei den Dreharbeiten. Freundliche Versprecher. 179. Na, ich kann ja nie mal alles hier verschenken. Aber darauf möchte ich ja hinweisen. Hier im Fachgeschäft kriegt man das sicherlich 10-mal billiger wie bei Amazon. Aber ihr seid ja Amazon verrückt. Ihr wollt ja nur bei Amazon. Ihr liebt ja Amazon. Ihr hängt ja jeden Tag am Handy. Boah, Amazon, ich kaufe nur bei Amazon. Ja, im Fachgeschäft kriegt ihr das 10-mal billiger, aber macht doch nichts. Kauft immer schön bei Amazon. Wollte ich nur gesagt haben. 262,27 € plus 82,61 € Versandkosten. Also kauft ihr mal schön bei Amazon. Also bei mir die Hälfte und dann hätte man das gute Stück gehabt. Wollte ich mal gesagt haben, ihr schwört auf Amazon, ich schwöre auf Einzelhandel und ich bleibe auch meinem Einzelhandel und ich bleibe auch bei meiner Idee treu. Mir ist das total egal. Ich kann es mir leisten. Deswegen bleibe ich mir selber treu. Möchte dabei sagen, dass wir unsere Ware noch nie ausgepackt haben. So, hier ist Captain Bly. Ja? Limited. 500 Stück. Von ihm gibt es nur 500 Stück. Vom Captain Bly. Einen habe ich davon. So, ich habe das höchste Mal geöffnet, um reinzuschauen. Auch Zertifikat dabei. Zertifikat ist dabei. So, bei Amazon kostet dieses gute Stück jetzt, bei den Dreharbeiten, jetzt hier und heute, 112,61 € plus, mal gucken, was die da zu sagen. Gut, habt ihr gehört, kostenfrei. Also 112,61 € kostenfrei bei Amazon.
In Ordnung, die schicken euch den Captain Bly. So. Ihr möchtet jetzt den EK nicht wissen von dieser Figur, ich muss da schmunzeln, ich verkaufe sie euch für 99,95 oder 89,95 ohne Porto alles, aber nur hier, wenn man in den Einzelhandelladen geht. So, demnächst werde ich hier so machen, ihr kommt rein und dann könnt ihr bieten. Dann bietet ihr und wenn ich der Meinung bin damit zufrieden einigermaßen, also neu kaufen kann ich sie nicht. Wenn sie weg ist, ist sie weg, ne? Weil ich müsste ja dann 112,61 dafür bezahlen. Nee, mache ich nicht. Ne? Also ich kriege sie jetzt leider nicht mehr im Einkauf. Im Einkauf war die ein Schnäppchen damals. Hätte ich an sich die gesamte Serie nehmen sollen. Aber von der Figur gibt es ja leider, von Captain Bly, gibt es leider nur 500 Stück. Wenn man jetzt Sammler wäre, also ihr seht, es kommen hier keine Sammler rein. Weil solche Schmuckstücke interessiert die überhaupt nicht. Ich komme jetzt gleich mal mit einer ganz anderen Figur. Mal gucken, was dabei herauskommt. Also diese hier kostet jetzt bei den Dreharbeiten Gott sei Dank nur 112,61 bei Amazon und kein Porto, nichts. Bei mir kostet sie dann halt 89,9. Wenn ein guter Kunde kommt, kriegt er die sogar für 79,95. So ungefähr. Sind nur 500 Stück. Am liebsten gebe ich sie ja nicht ab, ist klar, weil es nur 500 Stück gibt und ich bin froh, wenn ich eine habe. Ich versuche die anderen noch einzukaufen. Muss ich mal gucken, wo ich die bekomme. So, jetzt kommen wir mal zu diesem guten Stück, ja, die 30-Jahr-Fete mit Star Wars, die Animated Luke Skywalker Pilot 20-Zentimeter Marquette-Figur, ja, die kostet jetzt im Moment bei Amazon 129,49, 129,49 kostet die jetzt bei Amazon, in diesem Moment, wo die Dreharbeiten hier stattfinden. Wir gehen da mal rein. Es gibt die auch gebraucht. Grüße, hi. Wie gesagt, wenn Kunden reinkommen, dann wird unterbrochen. Ich bin heute mal im Aufnahmefieber, weil ich herzliche Grüße nach Hamburg sende, weil dort auch Einzelhandel stirbt. Hier sind schon drei Läden, drei. Hier gibt es schon gar kein Spielzeug, Waren, Fachgeschäften mehr. So, jetzt bleiben wir mal nochmal hier bei dieser Figur, wo ich gerade mit angefangen hatte. Die gibt es ab 89,04 Euro Versand bei Amazon. Geht runter, geht hoch bis 168,49. 168,49. Kostenfreie Lieferung. Dieses gute Stück ist ja Limited Edition. Ne? Eine Minette, eine Marquette, Skywalker Pilot. 20 cm. So, jetzt kommen wir natürlich zu einer Sache, die mir ja am Herzen liegt. Der Großhandel hat mir ja seinerseits, wisst ihr ja noch, 40 Jahre Star Wars, war ich ja im Fieber und habe gekauft wie ein Weltmeister. Schaut euch mal die Verpackung an. Ja? Nachher hat der Großhändler behauptet, ich hätte die Ware so bestellt. Ich hätte die Ware so bestellt. Kann gar nicht sein. Ist egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die Figuren ja repariert, sie stehen ja jetzt ausgepackt, stehen sie ja im Regal. Aber ich meine, so sind die hier. So, jetzt gebe ich da mal diese Nummer ein, noch einmal für alle. Gebt einfach diese Nummer ein, dann könnt ihr googeln, dann seht ihr, dass die Preise stimmen, dass hier keine Fantasiepreise hochgefahren werden, sondern man kann bei Google eingeben oder hier bei Amazon. Na, ich mache demnächst, aber ist mir zu lang, die. Wow. Ist eine Wahnsinnsnummer. Hätte ich besser vorbereiten sollen. Hätte ich besser vorbereiten sollen, aber egal. Ihr wollt es verschieft lösen, eine zu lange Nummer. Die Nummer ist irgendwie, keine Ahnung. Ne? Hier steht hinten drauf, beschädigte Verpackung. Ich hätte die angeblich so bestellt. Beschädigte Verpackung. Haben die extra hinten drauf geklebt. Genial, ne? Deswegen findet man die Nummer auch nicht. Man findet die Nummer nicht bei Google. Man findet die Nummer auch nicht bei Amazon. Die Originalnummer haben sie überklebt. Kann ich also nicht nachvollziehen. Ne? Also da war ich stinksauer drüber, dass die, ich kaufe da auch nicht mehr ein, ich habe die Nase dicke. Ich kaufe ja jetzt in Kalifornien ein, warte ich eben einen Monat, ist mir egal. So einen Zulauf haben wir ja nicht.
Der Einzelhandel stirbt. Das ist heute der Film hierüber. Ich versuche, einen tollen Film heute zu machen, einen tollen Beitrag heute zu machen über Star Wars Figuren und so weiter und so fort. Aber ich kann mal eingeben, wie gesagt, Hot Toys, also man hat es einfach überklebt, man behauptet, man hätte das bestellt, haben wir nicht bestellt, jedenfalls nicht so. Der Kunde war stinksauer, seitdem höre ich auch nichts mehr vom Kunden, kann ich auch gut verstehen. Lag aber nicht an mir. Wir haben momentan nur so einen Ärger, wenn wir für Kunden Spielfilme kaufen ab 18. Spielfilme ab 18 müssen wir 5 Euro extra bezahlen und noch einen Ausweis zücken, damit wir die Ware erhalten und verkaufen können. Macht kein Kunde mit, deswegen lassen wir es auch sein. Na? So, was haben wir denn da? Ja, also wir haben dafür 360 Euro bezahlt, total zerbröselt, kein Scherz. 360 Euro hierfür, für totalen Schrott. Ja. Bin jetzt schon drüber sauer, weil bei Amazon, jetzt bei den Dreharbeiten bei Amazon, kosten die nur noch 298,55. Dann gucken wir mal, ob die da noch irgendwas draufschlagen, die Herrschaften. Gewöhnlich in 5 Tagen da, frisch aus Japan. Also von Hot Toys selber. Von Hot Toys selber durch Amazon 298,95. Wir können sie nicht mehr bezahlen, verkaufen, weil Schrottware verkaufen wir nicht. Dann geht es rauf auf 3,12, 3,10, 3,19, 3,60. 3,60, wie gesagt, haben wir ja bezahlt. Plus 3 Euro Versand und das im Einkauf, Großhandel Einkauf, nichts bei Amazon, das hat ja damit nichts zu tun. Also wir kaufen hier beim Großhandel, ne, und wollen die dann verkaufen. Da wurde die uns, wie gesagt, angeboten und dann sollten wir die für 399 Euro verkaufen. Ja, was nicht möglich ist, ist egal. So, als Primer kriegt man die heute, als Amazon Primer würde man die heute für 310 Euro und 97 Cent bekommen. Für 310 und 97 Cent. So, also ich werde mich jetzt mal kundtun, dass ich die Ware wirklich ordnungsgemäß bekomme, so wie ich sie gerne hätte. Und dann auch zu fairen Preisen, damit ich sie, wie gesagt, fair abgeben kann. Diese Figur zum Beispiel, also diese Figuren kann ich nicht abgeben. Finn alleine kam mal 189 Euro, wie teuer der jetzt im Moment ist, weiß ich nicht. Ich habe ja dieses Duopack hier. Ich war stinkesauer, dass sie mir das so geliefert haben, werde ich nie vergessen. Ja, absolut, also das war ein Witz, war das. Und das für 360 Euro. Da haben wir es richtig geprügelt, aber egal. Egal. Ich kaufe da jetzt vorerst nicht mehr, ich habe die Nase dicke. Wie gesagt, ja, aber ich bringe jetzt euch meine Figur. Ich bringe euch jetzt 2 Figuren und darüber spreche ich jetzt nochmal. Ich will den Film auch nicht allzu lange machen, aber ihr merkt schon, das Einzelhandel. Grüße, hi, anders ist wie... Okay. Die Sendung wird heute auf speziellen Wunsch gemacht. Und zwar Einzelhandel stirbt und alles liebt Amazon und Google und Facebook. Und jeder kauft nur noch online, online, online. WDR, SWR, NDR, ZDF, ARD haben ja schon mehrfach darüber berichtet. So, heute haben wir jetzt mal die Ahsoka Tano mit der Nummer 20. Meine lieben Freunde, ihr wisst, wie teuer die eine Zeit lang war. 49,95. Mittlerweile kostet sie heute bei den Dreharbeiten 29,50. Und ich gucke gleich nach, wie teuer mit Versand. Bitte achtet darauf, wenn ihr die Ware bekommt, diese Nummer hier, wenn ihr diese Nummer hier unten bei Google eingebt, kommt eine ganz andere Figur bei raus, nämlich Kylo Ren. So, jetzt kann man sich fragen, warum hat die Nummer von Kylo Ren, warum wurde da die Nummer drüber geklebt und diese Nummer existiert nicht. Man kann die ja bei Google verfolgen. Ahsoka kostet heute 29,50. Ihr merkt schon, ihr könnt hier so eine Verkaufssendung machen. So, die kostet, wie gesagt, 29,50 heute bei Amazon. Heute bei den Dreharbeiten kostet diese 29,50 und sie bleibt 29,50 ohne mehr Steuern oder mehr Verpackung oder mehr Geld. So, natürlich geht die hoch bis, also sie könnt ihr auch haben für 53,77 plus 20 Euro Versandkosten bei Amazon. Kein Thema. Wer Geld über hat, wer Geld rausschmeißt, kann das machen. Aber wir sind ja Schnäppchenjäger mittlerweile und kaufen die für 29,50. Ich verkaufe sie nicht mehr, die bleibt jetzt für ewig da hängen. So, ich habe mich jetzt da vorbereitet, hätte mich jetzt wieder vorbereiten können. Ich habe da mal ein paar liegen. Also da sind wir auch beschummelt worden. Da bei Amazon war noch ein bisschen neu.
Die ist also in einem Schuhkarton Schuhgröße 46 geliefert worden von Amazon, werden wir nie vergessen. Und die Aussage der Firma, ja, wir suchen die selber aus und verschicken das, was wir meinen. Ja, was die meinen, also ich wollte eine ganz andere Figur haben. Ich wollte nicht diese Figur haben. Die werde ich wohl in meinem ganzen Leben nicht verkaufen. Ich gebe die Nummer mal ein, wie teuer die heute bei den Dreharbeiten wäre. Also beschummelt wird man schon bei Amazon, so ist es nicht. Also mal schwer aufpassen. Passt bitte schwer bei Amazon auf. Kauft nicht einfach blind, nur weil das ein Schnäppchen ist. Ihr habt nachher einen Schuhkarton, Schuhgröße 46 und seid total unzufrieden. Irgendwie ist ja irgendwann wieder schief gelaufen hier. Ich sollte mich besser vorbereiten. Die gibt's schon gar nicht mehr, sag ich ja. Also diese Nummer existiert überhaupt nicht, die hier drunter ist. Wie gesagt, ihr könnt es immer kontrollieren. Ihr könnt es immer kontrollieren bei Google und so weiter, um an diese Sachen zu kommen. Also diese Nummer existiert überhaupt nicht. Da ist überhaupt nicht registriert. Hat man uns einfach untergejubelt. Einfach geschickt in einem Schuhkarton, Schuhgröße 36, Adidas, Adaletten. Adiletten. Werde ich nie vergessen. So, jetzt kommen wir zu dem Highlight hier. Bitte auch darauf achten, ist überklebt worden. Warum ist die überklebt worden, die Figur? Tada, die kam mal 157,50 eine ganze Zeit lang. Dann hat die jemand aufgekauft, hat ein anderes Etikett drunter geknallt und dann ist die jetzt viel billiger geworden. Ja? Lest mal, wenn ihr könnt. Einfach drunter geknallt. Kann mal versuchen, ob ich jetzt an die Originalnummer komme. Und dann werden wir vielleicht eine Überraschung erleben, aber bis ich das freigeklebt habe, so viel Lust habt ihr gar nicht zu gucken. Also jedenfalls ist sie überklebt worden. Ich versuche mal an die Originalnummer zu kommen irgendwann und dann schauen wir mal. Jedenfalls wisst ihr ja, die gibt es jetzt mittlerweile bei Amazon Stationärpreis. 57,50 mittlerweile und daran ändert sich auch nichts. Wie gesagt, die Ahsoka könnt ihr also richtig teuer haben für 59,95 plus 19,95 Versandkosten. Ja, macht so richtig Spaß, da zu kaufen. Die Figur habe ich jetzt leider nicht. Mark Poe Dameron, 15,2 cm. 15,2 cm von Poe Dameron. Würde mal eben locker 60,22 Euro kosten. Plus 3 Euro Versand geht also 63. Und ihr könntet den bekommen für 82,32 plus 23,02 Euro Versandkosten. Also 104 Euro für Poe Dameron, 15,2 cm. Ha! Ach Leute, macht doch was ihr wollt. Ihr zerstört den Einzelhandel, ihr macht den Einzelhandel kaputt, weil ihr so geil seid auf Smartphone. Ne? Ihr kommt mal ehrlich, ihr habt doch ganz viele Apps, wie wir auch, ganz viele Apps. Und dann wird geguckt und dann wird gekauft. Dann kennen wir ja nichts. Wir kaufen doch nicht mehr im Einzelhandel. Wir kaufen doch nur bei Amazon. Ja, wir sind ein bisschen Banane geworden. Wir sind ein bisschen durchgeknallt. Wir lieben die Elektronik. Wir lieben den Fluss. Wir wollen schneller sein wie unser eigener Computer. Aber das ist euer Bier, nicht mein Bier. Wie gesagt, ich bleibe weiterhin bei meiner Idee. Und ich werde auch weiterhin die Figuren hinhängen. Und die Figuren bekommt auch nur derjenige, wo ich merke, dass der ein Fan ist oder der möchte gern verschenken. Denn ich werde wieder ein tolles Weihnachtsfenster machen. Ab September, ab 20. September ist bei Schlei immer Weihnachten und da habe ich mir gedacht, mache ich das hier auch. Ab 20. September ist hier immer Weihnachten, kann man Schnäppchen, kann man Figuren kaufen. Dann schauen wir mal, dann gibt es Ahsoka für einen 10er oder so. Oder ihn hier, das für einen 20er. Mal schauen. Ja, Hauptsache die Leute freuen sich. Und wir haben schöne Weihnachtsgeschenke. Das ist nicht neu. Oh doch, jetzt könnte ich ja neu kaufen. Also da habe ich Glück, bei Ahsoka habe ich Glück. Könnte ich dann nachkaufen, käme dann leider 29,95, wenn ich Pech habe, 60 Euro. Ich könnte jetzt schon lange so weitermachen, meine lieben Freunde, aber wir bleiben dabei. Ja, wir bleiben dabei, denn Einzelhandel macht ihr kaputt. Viele Fachgeschäfte gehen kaputt.
weil wir müssen ja auch Gewinne erzielen. Ja? Wir müssen unsere Miete bezahlen, wir müssen alles bezahlen. Wir haben nicht nur Steuern, meine lieben Freunde, nicht nur Steuern. Es sind sehr viele Langfinger dabei, IHK zum Beispiel. Ja, für nichts und wieder nichts. Ja? Gebühren für nichts und wieder nichts. Ja? Grüße, hi. Ja, das ist aber nett. Während den Dreharbeiten kam auch die Figur und darüber bin ich jetzt ein bisschen sauer, weil ich dümmlicherweise habe ich die doppelt gekauft. Ja. Da bin ich jetzt ein bisschen sauer drüber. Ich mag nämlich nicht alles doppelt haben, weil hier kauft ja eh keiner eine Figur. Ihr wisst ja auch, warum hier keiner eine Figur kauft, weil ihr alle bei Amazon kauft. Ne? Okay, habe ich ihn halt normal gekauft. Ich habe ihn noch viel, viel billiger bekommen. Jetzt habe ich 10 Euro mehr bezahlt. Sauerei. Habe ich missgebaut. Aber egal. Die war ja gerade im Einkauffieber. Dann habe ich da drauf gedrückt. Ne? Ich guck mal eben, wie teuer die heute kostet. Sie kostet heute leider 29,99. Ich spare also 5 Euro. Also ich habe viel mehr gespart. Ich habe über 10 Euro gespart, aber egal. Gehe ich mal eben gucken, dass ich die irgendwie... Ja, manchmal rutscht die da rein. So. Die gibt es also bei Amazon nur für 29,99 und für 25,20. Für 25,20. Also ich habe 19,90 dafür bezahlt letztens und habe mich tierisch gefreut, dass ich die eben habe. Ich bin nur stinksauer, dass ich an den Dinges nicht rankomme. Sein Gegenspieler da. Ne? Ein Gegenspieler, seinen besten Freund natürlich. Ja, bin ich natürlich knatschig. Ja. Egal, dann habe ich sie doppelt. Egal. Kann ich auch, ich weiß, kann ich zurückschicken, aber ich schicke nichts zurück. Wie gesagt, interessiert mich nicht. Ja, ist geschehen, muss man durch. Ja. Zahle ich morgen ein, ist die Sache erledigt. Dafür kriege ich jetzt ganz, ganz, ganz viele. Für 6,18 Euro. Für 6,18 Euro aus Kalifornien. 6,18 Euro dafür. Kommt. Die Sendung kommt. Heute in einem Monat zeige ich euch den ganzen Berg. Packe ich die aus und zeige auch euch die Rechnung. 6,19 Euro. Bin gespannt. Entschuldigung, 6,18 Euro. Ja, was haben wir noch? Eine Menge. So, bin hier wie gesagt im Einkaufsführer. Darüber bin ich sehr sauer. Darüber bin ich sehr sauer. Die Hasbro B3834EU4 wird ständig, wohlgemerkt, wird ständig. Für 13,76 Euro. Jetzt wollt ihr wissen, wer das ist? Kylo Ren. Kylo Ren wird für 13,76 Euro. Und wenn ihr drauf drückt, ihr drückt drauf 13,76 Euro, wupp, 15,44 Euro. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Soll ich mich jetzt aufregen? Nein. Das ist absolute Versand durch Amazon. Absolute Amazon-Ware. Und kostet jetzt 14 plus 3 Euro Versand. Oder 20 Euro, 17 Euro, ja, und all solche Sachen. Ja, Kylo Ren. Ja. Den könnt ihr auch für 45 plus 6 Euro Porto haben, kein Thema. Zum ersten Mal habe ich mich heute wirklich mit Amazon beschäftigt. Ihr seid alle Amazon verrückt, ihr zerstört den Einzelhandel, ihr kauft Nummer 1, weil die Werbung. Macht so weiter, wie gesagt, bei mir gibt es alles günstiger, da bin ich echt stolz drauf. Aber nur die, die es hier kaufen. Ich verschenke, ich versende natürlich nichts. Ne? Also wenn ich was versende, meine lieben Freunde, ja, dann würde ich den jetzt für 25 Euro anbieten und 25 Euro Versandkosten. Hä? Dann bin ich genauso gemein. Ja. Ne? Nur um Rache zu üben. Ja. Genau. Also wenn ein Kunde hier reinkommt, kriegt er den hier für 25, obwohl ich 29,99 bezahlt habe. So mir egal. Ne? Aber das ist irgendwo. Ne? Hallöchen, da sind wir wieder. 70 Cent Briefmarke. Nein, sowas haben wir nicht. Kriegen wir doch nur Ärger mit. Ist ja privatisiert, deswegen. Ja? Ja, sicher. Das dürfen nur die haben, die... Sowas kriegt er oben auf der Mülheimer in dem Püppchengeschäft, weil der Post gemacht, also ja, jetzt auch Post macht. Ist auch so ein Püppchengeschäft wie ich hier, aber er hat die Post, ich darf es nicht. Oder hier um die Ecke halt bei der Postbank. Ja, okay. Wisst ihr Bescheid? Also ist privatisiert. Wir dürfen nicht einfach da so, ne? Okay. Jo, tschüss. So, habt ihr jetzt auch mitgekriegt? Briefmarken führen wir nicht. Nee, so. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Der Einzelhandel stirbt und ich mache jetzt fröhlich weiter mit den Produktwerbungen. Und vielleicht mache ich mal so eine richtig schöne Werbesendung über
solche Artikel. Jetzt sei mir nicht böse, weil ich vorhin die erste Figur reingehalten hatte, den Attilis. Der hat ja zu dem Zeitpunkt 26,99 gekostet, plus Versand wäre dann 32 zerquetsche gewesen, war dir zu teuer. Aber bedenke, heute bei den Dreharbeiten kam diese Figur 41,95 plus 19,95 Versandkosten bei Amazon. Jetzt kommt mir nicht mit Bücher kaufen, ne? Das ist schon mal klar. Also ich gehe jetzt weiter gucken. Um weiteren Figuren zu bekommen für 6,18 €. Ja, ich kriege die aus Kalifornien. Kein Thema. Und ich mache eine tolle Sendung raus und zeige euch die Figuren. Bin gespannt, was das für Figuren sind. Ob die nachgebaut sind, ob die, keine Ahnung, aus Mexiko nach... Keine Ahnung. Sie kommen wirklich aus Kalifornien. Werde ich euch zeigen. Ich werde euch auch die Rechnung zeigen. Für 6,18 € jede einzelne Figur. Ja, auch den Strösel-Manier. 6,18 € aus Kalifornien. Ich habe euch gerade die Preise bei Amazon genannt. Und achtet bitte drauf, dass die nicht, also das ist die Originalnummer, könnt ihr eingeben. Und die Nummer ist gefälscht. Ne? Dadurch ist der Preis im Keller. Die kam 49,95, kostet jetzt 29,50 durch Amazon. Und Revan, ja, der kostet 47,50, knallharter Preis. Müsste ich also auch nehmen, weil ich auch 47,50 dafür bezahlt habe. Ne, ich bin ja Fan, ne? Bin ja nicht Einzelhandel. Oh, herrlich, irgendwann schicke ich dann alles zu Amazon und sage, ey, Amazon verkauft. Ich tue dann noch die 32% Verkaufsgebühren da drauf und Hauptsache weg ist der Laden leer. Jetzt vor ein paar Minuten auch. Boah. Was das nur für Figuren da stehen. Boah, sind die böse. Ihr wisst ja, meine großen Figuren, 1:1, die Cosplay-Sachen, wenn ich den Leuten Cosplay erkläre, weil ich ein Cosplay. Ja, ihr wisst Bescheid, hier, das muss hier an der Stadt liegen. Ich begrüße Hamburg, total recht herzlich. Du hast mir auch eine gute Sache gebracht. Ich habe heute mal diesen Beitrag gemacht. Mal gucken, ob ich eine gute Sendung daraus gezaubert habe. Ich werde mir sehr viel Mühe geben, daraus eine gute Sendung gemacht zu haben. Damit ihr Bescheid wisst, ne? Du auch, wie gesagt, wenn du mal was brauchst, muss ich wirklich gucken, aber du sitzt doch selber an der Nadel. Ne? Tipp, ne? Heutzutage haben wir doch alle nur noch die Maus hier. Die Maus, klick, klack, und dann kaufen wir. Komm, Einzelhandel stirbt. Lassen Einzelhandel sterben. Gut ist, ich werde mich zurücklehnen, die Kylo Ren-Maske aufsetzen. Ja, und die 3D-Brille, und dann stimmt die Sache, ne? Dann mache ich mir die Welt schön. Ich habe auch gerade über Valerien, habe ich auch. Ist eine wunderschöne Innensicht. Innensicht. Ne? 3D-Innensicht anstatt 3D-Aussicht. Ach komm, forget it. Alles stirbt, alles wird verändert und ihr glaubt dran. Ihr glaubt an Amazon, der 154 € pro alle 15 Sekunden verdient. Macht weiter so. Dann haben wir demnächst den mächtigsten Mann auf diesem Planeten. Der Chef von Amazon. 154 € pro alle 15 Sekunden. Und ich kriege, wenn ich Glück habe, 5 € pro Sekunde. Ha! 5 € pro Sekunde. Rechne aus. So viel verdiene ich am Tag. Komm, forget it. So, zum Abschluss habe ich ihn ja nochmal. Habe ich euch damals auch vorgestellt. Chewbacca. Mit wunderbarem Fell und seinem Verband aus E7. Kostet heute bei den Dreharbeiten 285,98 €. EK. Ne? Richtig kostet das gute Stück 352,22 €. Hochgerechnet 360. Aber ihr könnt ihn auch kaufen ab 340. Ihr könnt ihn bekommen für 340. Und jetzt haltet euch fest, wenn ihr den für 340 kaufen würdet, kämen mal eben lockere 52,05 € Versandkosten dabei. Kommt immer darauf an, wo ihr den kauft. Ne? So, den gibt es halt auch für 335, für 375 plus 25 € Versandkosten. So, wir haben den leider für 320 € eingekauft und können ihn somit auch nicht verkaufen. Wir warten, bis der irgendwann mal genauso teuer ist, dass wir ihn dann verkaufen können. Ne? So, wir können natürlich anbieten, auch für 350. Für 350 könnten wir den schon anbieten. Dann wären wir dann so im Amazon-Bereich und hätten immer noch 3 € billiger wie Amazon. Weil noch tiefer geht nicht, weil
Das gute Stück kam ja schon 320 Euro im Einkauf. Wie gesagt, wir kaufen einen, dann kommt noch mal Mehrwertsteuer drauf. Und dann entsteht ein Preis. Man sollte ihn angeblich verkaufen für 399, 429. Laut Großhändler. Tun wir natürlich nicht. Machen wir ja auch nicht. Na, ist klar. Ja, haben wir mal eine Sendung gemacht. Hier stirbt der Einzelhandel dank Amazon. Aber ihr seid ja selber schuld, wenn ihr bei Amazon einkauft. Denn im Einzelhandel kriegt ihr alles billiger. Aber das wisst ihr ja nicht. Wir wissen das, uns soll egal sein. Wir verabschieden uns und machen demnächst eine super Sendung. Heute in einem Monat, wenn die Ware aus Kalifornien kommt. Bis dahin warten wir halt. Ne? Ja, die eine Figur war ja vorhin gekommen. Doppelt gekauft. Naja, und dann noch 5 Euro teurer wie vorher. Müssen wir durch. Wir warten halt auf Weihnachten. Vielleicht explodieren die Preise ja nochmal bei Amazon. Wer weiß. Im Moment bleibt das alles so. Wir werden die Ware demnächst auspacken und dann ins Fenster stellen. Ja, andere stellen sich da weihnachtliche Sachen rein, wir nicht. Mahlzeit, Hallöchen!